So, liebe Leute, da sind wir wieder. Kingdom Hearts, ich weiß, ich habe in den letzten Tagen keine hochgeladen gehabt von Kingdom Hearts, die Folgen. Aber ich kam auch nicht dazu. Dafür habt ihr trotzdem noch weiterhin Lightning Returns, Castlevania und Neck. Und auch Super Mario 3D World wiederbekommen. Ich lasse es nicht auf mir sitzen, dass Mosh LP gesagt hat, er hat den Visier und alle schon besiegt. Ich werde den Visier heute in den Arsch treten. Und dafür habe ich mir auch schon eine Taktik zurechtgelegt. Schauen wir mal, ob das klappt. Mal gucken, ob wir noch alle Items hier haben. Okay, wer hat alles, was wir brauchen? Okay, das sollte eigentlich funzen. Ja, ich hoffe, ich schaffe es direkt beim ersten Mal. Schauen wir mal. Überspringen das einfach mal. Ach scheiße, ich habe vergessen, Aladdin auszutauschen. Ja, wieder Kopf setzen. Ja, superklasse. Die sind beide direkt mal tot. Das heißt, ich werde wahrscheinlich im ersten Kampf das Ganze hier nicht schaffen. Okay. Wir müssen natürlich erstmal hier die Arme wegschlagen. Und immer, wenn er das macht, natürlich schön ausweichen. Nein, bitte hier stehen. Also hier braucht ihr noch nicht viel zu beachten, einfach draufschlagen. Jetzt würde ich am besten an eurer Stelle Dumbo nehmen. Das Blöde ist, die beiden haben jetzt nicht allzu viele Items. So ist er. Jetzt könnt ihr den ganz bequem killen. Auch nicht das gemacht, was ich mir eigentlich erhofft hatte. Der macht jetzt nicht gleich die Arschlochattacke direkt. Nein! Ah, hat noch geschafft. Nein, er macht die Arschlochattacke. Oder? Oder?
Okay. Er hat sie diesmal nicht gemacht. Vielleicht schaffe ich ihn ja doch mit ein bisschen Glück. Natürlich daneben gegangen. Oh oh, oh oh. Bleib doch mal stehen, du Mistkerl. Ich glaube, mit normalen Angriffen kann ich dir noch im Moment überhaupt nichts tun. Mann! Gott. Also man muss wirklich sagen, mit Dumbo geht das doch wesentlich leichter, oder? Irgendwas geschafft, von dem ich wissen müsste. Nein, ich wollte Naseweiß rufen. Ah, jetzt kommt die Arschlochattacke. Und ich kann nicht ausweichen. Wunderbar. Ja. Ich wollte eigentlich Naseweiß rufen, aber irgendwie war es blockiert. Keine Ahnung. Letztes Mal ging das tadellos alles. Diesmal, naja. Auf ein neues. Und diesmal nehmen wir natürlich Aladdin mit. Da ich so selten Rufen mache, weiß ich auch gar nicht, was die Bedingung dafür ist, ehrlich gesagt. Aber komisch, diesmal hat er auch die Arschlochattacke erst beim zweiten Mal gemacht. Das ist irgendwie sehr vorausschaubar bis hierhin. Ausweichen. Also jetzt macht er den da wieder. Dass die auch da nicht mal mitdenken können und ausweichen können. So verballern die mal alle Items. Möglichst viel Schaden hier an der Stelle machen.
Komm schon. In der Einheit am besten mal einfach knallhart ausweichen. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr MP hier. Oh oh. Der nervt richtig mit seinen Attacken. Na komm schon, mach voll hier. Nein! Mann, ey. Was ein Drecksgegner. Ich sag ja, mit Dumbo ist das wesentlich leichter, aber wir brauchen Dumbo hinterher. Die Beschwörung hinterher, weil am besten ist es nämlich danach naseweiß aufzurufen, die einen mal heilt. Aber wisst ihr was? Ich hab die Schnauze voll von dem. Ich würde sagen, wir spielen erstmal die Story weiter und sehen dann einfach weiter. Was soll's. Wir können die Level auch gut gebrauchen, um die anderen noch zu besiegen. Weil, ganz ehrlich, das hier ist wesentlich leichter als dieser Endgegner. Also, Showtime. Aber ich werde den noch besiegen, ja? Mosch, bild dir mal nichts ein hier. Du hast wahrscheinlich auf normal gespielt. Wahrer Schlüsselschwertmeister spielt natürlich auch schwer. Ist mir auch scheißegal, ob das neue vielleicht gewöhnungsbedürftig ist, ich werde das direkt auch schwer zocken. Weil mich die Geschichte von Kingdom Hearts gelehrt hat, auch schwer zocken hat immer seine Vorteile. Dann brauche ich die ganzen Pimmel-Missionen zwischendurch nicht machen. Apropos Pimmel-Missionen, ich könnte mal eigentlich die Hunde abliefern, ne? Oh oh, oh oh, oh oh. Ihr besiegt mich nicht. Ein Ball. So, hier kommen direkt natürlich mal Behemoths. Auch eine geile Trophäe, Top Gun. Ich kann nichts drehen, okay.
Ich finde auch irgendwie, das hatte den größten Charme von allen Kingdom Hearts Teilen. Weil da war noch alles irgendwie anders. Hinterher wurde noch irgendwie 10.000 Sachen dazu geplant und die Story wurde mega komplex und so. Ich glaube, bis hierhin haben die noch gar nicht daran gedacht. This is a heartless world, so maybe it'll just disappear. Huh? But no worries. Even if this place goes poof, our hearts ain't going nowhere. I'm sure we'll find our pals again. Yep, I just know. Boah, ich hasse die Stimme so, ne? Yeah, you're right. I'll return this. I promise. Jetzt kann ich mehr, konnte ich denn einfach so da hingehen? Nein. Stimmt, hier kamen auf einmal sporadisch dann Gegner. Oh, die waren gar nicht lustig. Schon stirb. Im neuen Teil fand ich es aber sehr innovativ, dass man wenig solche Waffen greifen konnte und dann irgendwas mit den Gegnern damit machen konnte. Das ist jetzt. Ah, okay. Nein! Bin ich ja jetzt voll verarscht hier. Einer mal die Freundlichkeit besitzen würde, mich zu heilen, wäre ich damit äußerst einverstanden. Du meinst halt selber. So, kriege ich jetzt irgendwas? Komme ich jetzt ins Wernsee? Ich muss mir übrigens mal angewöhnen, nicht zu schnell Tschüss zu sagen, weil die Game Capture hat wohl ungefähr 5 Sekunden Verzögerung. Das heißt, wenn ich zu früh Tschüss sage, hört ihr das nicht mehr und dann klingt das ein bisschen abgehackt. Öffne das. Ach, fick dich. Oh oh, der ist aber nicht so lustig. Da drauf. Mach doch den Kopf hoch, ey. Aber nicht, wenn ich wieder unten bin.
Komm schon. Ich hab ihn fast. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass ich damals keine Chance gegen die hatte. Ich habe immer wieder gegen die verkackt. Weg hier von den Füßen. Schade, dass ich den nicht betäuben kann. So, zack, alles eingesammelt. Wie lange brauche ich eigentlich noch für ein Level-Up? Status. Sora braucht noch relativ lang. Die brauchen alle noch relativ lang. Also ist Sora sogar noch am wenigsten. Was haben wir hier noch an Items? Goofy sollten wir auch mal so ein bisschen was geben, wa? Ich finde das so scheiße, dass Goofy nicht zumindest Vita kann. Ich meine, okay, der ist kein Magier. Aber Vita? Vita sollte er schon können, irgendwie. Okay, da kann ich wohl nicht lang. Vielleicht auch nicht lang? Die hätten ja jetzt auch gar nicht davor wegrennen können. Hier überlasse ich mal nichts dem Zufall. Wir kämpfen einfach weiter, ohne was einzusammeln. Schon. Na, geht doch. Ja. Hier ist es auch irgendwie nicht schwer, die Schatztruhen zu finden, finde ich. Jetzt kommt wieder ein Gegner. Wie unerwartet. Dämlichen Drecksviecher, ey. Ich glaube, Goofy verballert gerade richtig Items. Und die beiden kriegen auch immensen Schaden, ey. Die sind immer so schnell down. Bin mal gespannt auf den Rechain of Memories Teil, weil der kam ja noch nie in Deutsch und ich habe ihn auch nur für den Game Boy Advance gespielt, was jetzt natürlich keine grafische Herausforderung war. Bin ich sehr gespannt drauf, wie das so sein wird. Vor allen Dingen, weil das ja mit dem Kartensystem ist und nicht so einfach wie hier, einfach draufknüppeln und fertig. Da muss man schon richtig Taktik beweisen, das war schon nicht so einfach. Aber mal was anderes, würde ich sagen. Donut hat man so gut wie gar nichts verbraucht. Ich
bin auch echt am Überlegen, ob ich Donald einfach mal nur Etta geben soll. Ja, das kommt doch bestimmt dahin, oder? Ach, fick dich. Versuche gerade übrigens, wie wild, einen Mentor zu finden. Damit meine ich jemand, der ein bisschen mehr, ja, Aufmerksamkeit bei YouTube hat oder bei Facebook, der mich vielleicht promoten könnte. Ich erwarte jetzt natürlich nicht irgendwie, was weiß ich, Werbeverträge oder dass er jetzt nur noch für mich postet die ganze Zeit. Aber ein bisschen mehr Bekanntheitsgrad könnte ja nicht schaden, oder? Oh, ihr Mistviecher, Alter! Ja, war klar. Drecksviecher, ey. Die gingen ja auch alle auf einmal jetzt los und haben nur noch geschossen. Solche Assi-Gegner. Wo komme ich denn jetzt raus? Ganz am Anfang wieder? Nee, doch nicht. Potions habe ich ja genug, kann ich ja ruhig nehmen. Na, ich glaube, ich überspringe jetzt erstmal dieses eine Ding hier und nehme direkt die andere. Was ich übrigens auch schon immer unsinnig fand, ist der letzte Endgegner. Wenn ihr den besiegt habt, kriegt ihr noch Erfahrungspunkte, aber danach wird nicht gespeichert. Also, kann mir mal bitte einer erklären, was das bringt, wenn ich Erfahrungspunkte kriege, aber nicht gespeichert wird am Ende? Ja, das waren jetzt halt keine besonders harten Gegner. Da waren die anderen schon echt heftiger, muss man sagen. Jetzt haben wir so ein... Ah, das ist doch sehr praktisch. Gut. Das können wir mal gebrauchen. Das erhöht nämlich die Ability-Punkte. Und, ja, damit könnt ihr natürlich dann hier mehr ausrüsten, ne? Rausmachen eigentlich. Okay. Eigentlich habe ich nicht wirklich was, was ich rausmachen könnte. Machen wir einfach das rein. Okay, die haben das noch alle drin. Sieht immer so alles so weit entfernt aus, ne? Aber hier blockiert auch einfach mal so der Weg. Oh, unser Part ist ein wenig sehr lang geworden. Da habe ich mich wohl ein bisschen verquatscht. Also nach dem Kampf werde ich hier auch mal einen Cut machen. Come on!
Drecksglas, Alter. Na, geht doch. Ja, wir sind jetzt leider bei einer halben Stunde angelangt, also eigentlich 10 Minuten über der Zeit. Ich mache hier mal einen Cut und weiter geht's im nächsten Part.